Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren über zwei Anträge der SPD-Fraktion. Der erste will das Grundgesetz ändern und der zweite schlägt Verfahren vor. Beide zusammen sollen zu mehr direkter Demokratie führen, zu Volksbegehren und Volksentscheiden auch auf Bundesebene. Mit diesem Mehr-Demokratie-Wagen schleicht sich die SPD durch offene linke Tore. Ich erinnere mich an entsprechende Anträge der Fraktion Die Linke vom März 2010, also vor 3 Jahren. Insofern kann ich nur sagen, Kollege Oppermann, willkommen im Club. Andere würden vielleicht meinen, und das klang hier schon an, spät kommt ihr, aber ihr kommt. Das trifft es leider nicht. Richtig müsste es heißen, spät kommt ihr. Aber zu spät, weil alle wissen, bis zur Neuwahl des Bundestages verbleiben nur noch wenige Wochen. Und in dieser knappen Zeit ist in einem normalen parlamentarischen Verfahren der Wunsch nicht mehr ins Werk zu setzen. Und deshalb orakeln Böswillige, es gehe der SPD gar nicht um mehr Demokratie auf Bundesebene, sondern um puren Wahlkampf. Andere meinen, die SPD kalkuliert mit der Unionsfraktion und der Kollege Brandt war ja eben wieder verlässlich, weil sie wie seit Jahrzehnten das natürlich blockieren wird. Um das mal deutlich zu sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass die SPD, die älteste Partei in Deutschland, mit solchen Tricks arbeitet, zumal es um eine gute Sache geht. Aber, liebe Kollegen von der Union, sollte es doch so sein, gibt es einen Ausweg. Und deshalb an Sie gerichtet, ich würde mich an Ihrer Stelle, ich weiß, an Ihrer Stelle schwer vorstellbar, die Linke und die Union, aber ich würde mir einen Ruck geben und mich nicht vorführen lassen. Lassen Sie doch das SPD-Kalkül einfach ins Leere laufen und stimmen Sie zu. Damit schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstens machen Sie den Wahlkampfstrategen der SPD ein Kreuz durch die Rechnung. Und zweitens können wir dann die SPD beim Wort nehmen. Nun aber zurück zum inhaltlichen Anliegen, mehr direkte Demokratie. Im Land Berlin wurde das gerade erfolgreich praktiziert. Über 250.000 Bürgerinnen und Bürger in Berlin haben gefordert, dass die Energienetze wieder in kommunaler Hand kommen und dass ein Stadtwerk Berlin künftig mit ökologischer Energie versorgt wird. Ich bin stolz, dass die Linke wesentlich dazu beigetragen hat. Auf Bundesebene aber sind Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksabstimmungen noch immer ausgeschlossen. Das heißt, die Bundesrepublik ist in Fragen direkter Demokratie tatsächlich noch ein EU-Entwicklungsland. Ich finde, das muss sich ändern. Es gab in den letzten 25 Jahren mehrere Initiativen für mehr direkte Demokratie. Sie wurden stets ausgebremst und das im Übrigen, muss ich der Gerechtigkeit halber sagen, nicht nur durch die Unionsfraktion. Die Bürgerrechtler der DDR hatten 1990 am Runden Tisch einen Verfassungsentwurf erarbeitet. Direkte Demokratie war darin selbstverständlich vorgesehen. Er sollte eine Mitgift der DDR für das vereinte Deutschland sein. Dazu kam es nicht. 1991/92 gab es im vereinten Deutschland einen Paulskirchenkonvent für eine neue Verfassung. Auch dieser Entwurf enthielt Formen direkter Demokratie. Auch dieses Angebot wurde ausgeschlagen, dieses Mal vom Bundestag. 2004 gab es einen erneuten Versuch, eine Volksabstimmung zu erwirken. Es ging um den Verfassungsentwurf für die Europäische Union. Der damalige Außenminister Josef Fischer lehnte das ab. Er lasse sich seine EU-Verfassung nicht vom Volk zerschmettern, sagte er. Und der damalige Bundeskanzler, Gerhard Schröder, behauptete sogar, das Grundgesetz verbiete Volksabstimmungen. Wir wissen alle, dass das nicht stimmt. Das alles ist Geschichte, aber diese letzte Geschichte zur EU-Verfassung
hält noch eine besondere Erzählung parat, die vielleicht auch Sie, Kollege Brandt, überzeugen könnte. Der uns allen bekannte, bundesweit agile Verein Mehr Demokratie e.V. arrangierte damals mit einer kleinen Stadt in der Eifel eine Volksabstimmung über den EU-Verfassungsvertrag. Die Bürgerinnen und Bürger stimmten ab, natürlich unverbindlich, dafür machten sie sich schlau. Schlauer als anderswo. Politikerinnen und Politiker warben für ihre Position auch intensiver als anderswo. Es gab eine sehr hohe Beteiligung an dieser Abstimmung. Die Bürgerinnen und Bürger fühlten sich einbezogen. Sie waren gefragt und entschieden sich souverän. Übrigens, sehr zum Leidwesen meiner Partei damals, votierten diese Bürgerinnen und Bürger mehrheitlich für die EU-Verfassung. Also auch ein Argument durchaus, Bürgerinnen und Bürgern mehr zuzutrauen, als Sie es hier gerade dargestellt haben. Und zum Schluss nochmal grundsätzlich. Artikel 20 Grundgesetz sagt, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Die Bürgerinnen und Bürger sind der Souverän, niemand sonst. Und das bleiben sie auch, wenn sie eigene Entscheidungen durch Wahlen an die Volksvertreter delegieren. Wir Abgeordnete vertreten sie, aber wir ersetzen sie nicht als souverän. Deshalb müssen Bürgerinnen und Bürger jederzeit die Möglichkeit haben, diese delegierten Entscheidungen zurückzuholen oder auch selbst zu treffen. Das ist der urdemokratische Sinn von Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksabstimmung. Und deshalb unterstützen wir Ihre Initiative. Das Wort hat nun Stefan Thome für die FDP-Fraktion.